Hallo Leute, wir heißen euch willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Daniel LP. Hey. Okay, wir sind hier stehen geblieben in Welt 5. Wir haben die ersten beiden Level und das erste Tothaus schon gemacht. Und jetzt macht der Nero LP immer weiter. Okay. Und ich habe wieder meine alte Strategie. Ich nehme den hier. Ah, so lame mit der Strategie, ey. Egal. Ich muss da irgendwo. Irgendwo. Verdammt. So, einen Stern zurückbekommen. Er hat's voll gelohnt. Aber sowas von. Ah, sieh mal einer an. Dieses Schiff dort unten. Es kann manchmal passieren, dass ich Akku leer? Keine Ahnung. Nein. Ich glaube. Oh, scheiße, ich glaube ja. Ah, ne, jetzt bin ich wieder da. Okay. Sorry, Non. Sorry. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Da hat der Controller einfach keinen Bock gehabt. Ja, der Controller hat gerade keinen Bock gehabt. Denn dieses Schiff da unten, das kann der Daniel gleich machen. Das wird sich auch für ihn lohnen. Okay. Dann, aber ich werde nichts dazu sagen. Na toll, dann werde ich verrecken wahrscheinlich. Nein, du wirst nicht verrecken. Es ist fast so wie ein normales Level, nur dass es halt ein Bonus-Level ist. Okay. Das hatte ich nämlich auch in meinem einzelnen Spiel, als ich das selbst gespielt habe. Das war nämlich auch in dieser Welt. Da war ich schon etwas weiter gewesen. Und dann hat sich dann halt ein Hammerbruder in dieses Schiff verwandelt. Und dann habe ich das halt gesehen. Und das wirst du gleich auch noch erleben. Oder auch hier diesen Gumba-Stiefel hier. Da kann man reiten, ne? Ja. Aber nur wenn man klein ist, glaube ich. Nee, nicht wenn man klein ist, sondern so. Weil so ist der Gumba weg und jetzt sind wir im Schuh. Schuhmaster. Okay. Ja. Hier, ja. Die Frauen wollen mich. Ja. Weil ich bin ein Schuh. Denn mit dem Schuh kann man hier nämlich auch über diese nervigen Manchas hier laufen. Aber die Pflanzen auch? Ich glaube, die Pflanzen kann man damit nicht besiegen, aber davon kann man dann halt auch auf stachelige Gegner springen. Wie zum Beispiel Stachis. Hier haben wir noch einen Kupferstiefel. Also wie gesagt, hier sieht man, da kann man sehen, man kann einfach auf die Stachis drauf springen. Und das ist dann halt ganz cool. Und auch diese Bomben hier gehen auch sofort weg. Und wenn man nämlich getroffen wird, dann verliert man auch nur den Gumba-Stiefel und nicht das Power-Up, was man gerade hat. In meinem Fall zum Beispiel mein Blatt verliere ich nicht. Zack, du gehst auch noch drauf. So, da ich jetzt sowieso keine Chance mehr habe, eine 5 Leben zu bekommen. Okay, du behältst den gar nicht. Schade. Nee, den Schuh behält man nicht. Da hier, siehst du. Du kannst dir jetzt entscheiden, ob du jetzt erst das Memory-Spiel machen möchtest oder erst das Schiff. Machst du erst das Memory-Spiel? Erstmal gucken wir, wo war denn jetzt mal alles? Ich weiß das schon längst wieder nicht. Hier war ein Stern, glaube ich. Ich glaube, der Stern war. Und hier war, glaube ich, 20. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da war der Pilz. Wo ist der Pilz nochmal gewesen? Ich glaube, der Pilz war, glaube ich, eher unten gewesen. Ich meine. Nee, ich glaube, da waren die Münzen. Ich meine, da waren die 20, war der Pilz. Okay. Boah, bin ich gut. Ich glaube, da waren die anderen 20 Münzen. Links sind die anderen 20 Münzen. Ja, nee, hier war das, glaube ich. Nein, das unten, nein, links, ganz links. Ja? Ja. Okay. Boah, bin ich gut, ey. So, hier war der Stern, das weiß ich noch. Und daneben war, glaube ich, die Blume. Okay, da war der Stern. Da okay, der Stern. Gut. Und da die Blume. Ah, sehr schön. Gut. Ich mag den gelöst. Okay, dann mach jetzt das Schiff. So. Das ist ein Bonusschiff. Denn dieses Bonusschiff, das gibt's übrigens auch in NES Remix. Da muss man aber, das ist aber eine wirklich schwierige Aufgabe, die man da machen muss. Da muss man alle Münzen einsammeln. Das habe ich aber mal geschafft. War sehr gut. Kriegt man ein paar Leben wieder absagen. Genau. Denn dieses Schiff ist nämlich extra für dich ganz gut, weil du ja nur so wenig Leben hast. Ja. Sehr schön für den Tipp. Dankeschön für den Tipp, meine ich. Kein Problem.
Jedoch musst du dann am Ende noch gegen einen kleinen Gegner kämpfen. Der bringt mich um. Genau, das wird's ja. Das muss es jetzt sein. Dass sich der Gegner jetzt gleich umbringt. Okay. Okay. Oh, der war jetzt gerade ein bisschen blau, ne? Ja. Da hier, die zwei Bumerang-Brüder hier noch. Boah, pass auf. So, sehr schön. Gut. Oh Mann. Da kriegst du sogar einen P-Flügel dafür. Ah, sehr schön. Nicht schlecht. Wieder ein paar Leben dazu bekommen. Meine Überlebenschancen steigen. Ja, und damit deine Überlebenschancen weiter steigen, überlasse ich dir auch das untere Bonusspiel. Deswegen mache ich jetzt das Schloss. Warte, was war rechts für ein Turm? Auf den Turm kommen wir gleich zu sprechen. So, dann muss ich hier das Schloss hier machen. Was ja irgendwie nicht ganz einfach ist, weil ich will da nämlich ja oben lang. Wow. Jawohl, geschafft. Weil nämlich, hier ist ja ein Pfeil, der zeigt nach oben. Jetzt pass mal auf. Tada! Sehr schön. Fettes Leben. Und? Tada, jetzt sind wir schon hier. Jetzt kann man sich auch mal ein bisschen was ersparen. Ah, Mist. Oh, verdammt, 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 verdammt! Oh, nein. Verdammt! Ah. Das war jetzt mein eigenes Pech. So, dann weiter. Ein Sack. Na, wir wissen mal. Ah, mal gucken, ob... Hat er bis jetzt überhaupt einer von uns geschafft hier? Ich glaube, ich habe es mal geschafft. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ah, ich glaube, da wird... Warte, okay. Ah, komm. Ah! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ein Pern. Aha. Na gut, dann mal rein da. Jetzt kann ich natürlich den traditionellen Weg hier gehen. Ja, jetzt kannst du sowieso, das musst du jetzt übernehmen. Oh, sehr gut. Da ist eine Feder, Feder sag ich schon. Falsches Spiel. Blatt, meinte ich. Jetzt könnte ich theoretisch auch zurückgehen, aber lassen wir das. Weil da oben bin ich ja rausgekommen. Nein. Ja, super. Geht mal weg da. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen blöd. So. Nein! Zu früh. Das hat sie gerade sehr gebracht. War auch schon wieder so knapp. Ja, genau. Da bin ich gerade gestorben. Das ist aber jetzt eine blöde Stelle, ist das. Komm runter, Mann. Dann kriegst du nicht runter. Okay. Boah, das war knapp. Jetzt noch irgendein Power-Up, bitte. Oh, nee. Jetzt kommt Bum-Bum. Einer! War sehr schön. Oh, sehr gut. Aha. Ah, schön. Ja, irgendwie ist es auch gut, dass du jetzt gerade die Festung geschafft hast. Dann kann ich jetzt nämlich den Turm machen. Weil nämlich, diesen Turm musst du auch machen. So, jetzt sind wir nämlich in diesem großen Turm nämlich drin. Der führt uns nämlich, wo Türme uns normalerweise hinführen, nach oben hin. Was wollen wir oben? Wirst du gleich sehen. Und ich muss da auch durch? Ja, du musst da auch durch. Okay. Alle müssen da durch. Warte, auch die Zuschauer. Die Zuschauer, aber Gott sei Dank nicht. Die müssen sich nicht solchen Gefahren aufstellen, so wie wir beide hier. Oh, so ein schönes Goldschlösschen, Türmchen meine ich. Warte, warte. Knapp. Das war gerade echt knapp. Aber ich kann dich beruhigen, dass das Level ist nicht besonders lang. Okay, sehr gut. So. Ah, verdammt, ey. Das würde ich vermeiden, ey. So, jetzt geht's hier hoch. Und ich bin oben, weil hier geht's weiter. Okay. Das ist nämlich der große Teil von Welt 5, auch genannt Wolkenland. Und jetzt geht's los. Ja, die Dinger hören anscheinend nicht auf. Nee, die hören auch nicht auf.
Ah, verdammt! Ja, und jetzt kommst du da raus. Ja. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du den Turm hoch. Wie doof. Ich kann nichts dran ändern. Aber wie gesagt, der Turm ist nicht schwer. So. Nein. Was zum Teufel? So. Wie konnte das denn passieren? Ja, wie konnte das passieren? Ich wusste, ich hätte den Stern mitnehmen sollen. Dann hätte dir aber auch nicht viel geholfen. Doch, dann wäre ich da nicht getroffen. Dann wärst du da nicht getroffen worden, aber du weißt, das war nicht die einzigen Sachen, die der Turm hatte. Ah ja. So, und hopp, 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 hopp. Was war für deine Luft genau? Ja. Verdammt. Okay. War ich ein bisschen zu selbstsicher. Okay, jetzt meine Abenteuer im Turm gehen weiter. So, leider, ich will jetzt auch weiterkommen. Wäre besser. Weil muss doch nicht sein, dass ich jetzt die ganzen Level alle alleine mache. Will ja doch nicht den ganzen Spaß wegnehmen. Er hat schon wieder geschaltet, meine Güte. Okay, Entschuldigung für die Störung. Jetzt geht's weiter. Und ich bin noch. War ja gerade nicht noch einer? Na, ich will da nicht so. Okay. So. Ja, ich glaube, den Turm schaffe ich auch. Hoffen wir mal, dass du jetzt nicht nur auf den letzten Metern runterfällst. Warte, hier will ich gar nicht. Komm, gleich hast du's. Okay, sehr gut. Jetzt kommt irgend so ein Bastard und tötet mich. Nein. Hast du doch gerade bei mir gesehen. Jetzt kommt nur noch das hier, du musst jetzt nur noch nach oben. Der letzte verdammte Pisser da. Das war jetzt geil. Oh. Mach weiter. Okay. Ich komme irgendwann nach. Lass mich einfach hier liegen. Okay. Weißt du, wie halt in den ganzen Hollywood-Streifen ist? Stimmt. Ja, einfach lass mich liegen. Ja, stimmt. In den seltensten Fällen sagt man so, nein, ich lasse dich nicht liegen, du kommst mit mir mit. Sagt meine Frau, dass ich sie liebe. Nö. Besser ist natürlich, sag meiner Frau, dass sie mir auf den Sack ging. Boah. So. Boah. Das war ja 1A Movement. Ah, schon fertig, okay. 1A Movement vom Metal Mario Master. War ja kurz vorm Ende irgendwie wieder. Ja. Okay. So, hi, da bin ich wieder. Und hoffen wir mal, dass er jetzt endlich den Turm schafft. So. Was zum Teufel? Verdammt, Disco Bälle auf Doom. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie dein Part heißen wird. Ja, klar. In diesem. Turm of Doom. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß schon, wie meine heißen wird. Da ist nix. Da ist was. Hui! Tada! Und noch ein Tanuki-Anzug. Sehr schön. Ja, wenn man bei mir. Boah, nein. Ein Waschbärblatt will ich nicht. Ich will doch nicht den schönen Tanuki-Anzug verlieren. Na hier, bei mir sieht man Entertainment. Bei mir auch. Aber bei ihm sieht man mehr Fails. Ja, aber Entertainment. Ey, bei mir sieht man auch Entertainment. So, ich habe schon 2 Level im anderen Bereich schon geschafft. So, währenddessen. Währenddessen. Der Nero LP versus der Tour. So. Soll ich einen Pilz? Jetzt kann mir nichts passieren. So, langsam. Langsam und behutsam schnappt der Waschbärblatt. Und verliert es gleich wieder. Leck mich! So, weiter. Danach muss ich ja direkt weiterspielen, ne? Ja, genau, dann musst du direkt weitermachen.
auch wenn du eigentlich gar nicht willst, ne? Nö. Erstmal den Turm hier. Aber irgendwo war doch, glaube ich, noch ein Power-Up. Wenn ich mich nicht irre. Oh, kleiner Mini-Gumba. Da kommt noch einer. Wie er oben rechts immer so bläulich ist. Ist bläulich? Ja klar, bei den Dingens hier, bei den Wänden. Da ist immer so ein Streifen irgendwie andersfarbig. Ja. So, komm. Und jetzt fall nicht runter, oder? Oder lass den Koopa dich nicht töten. Hey, siehst du? Der Koopa auf Doom. Kick ihn runter. Bisher. He killed. So. Ja, he killed this motherfucker with another motherfucker. Und weiter. So. Hey, the new IP. Erstmal das Tier. Ist er auch mal wieder da? Ja. Hier ist ein Häuschen, da muss ich doch da sein. So, her damit. Lass mich, Lass mich ganz schön warten lassen. Ach, was? Ich war hier richtig einsam ohne dich. Du hast ja noch was. Ja. Also, siehst du, kannst du alles machen. Tu dir keinen Zwang an. Schon wieder das. Ja, wirklich. Das Tothaus und dieses Spiel sind, Oh, leck mich an. Was sind das? So viele Leben, die wir hätten haben können. Ja, die wir alle nie bekommen werden. Okay, wir machen Level 6. So, oh, nee. Ah, doch, das ist so ein schlimmes Level. Das sind so sogenannte Parakäfer nämlich. Die bewirken, die kann man nehmen, auf denen kann man nämlich stehen, dann fliegen sie so nach oben. Ja, genau. Und in der, ich weiß gar nicht mehr, wann sie nochmal erschienen sind. Ich glaube, in New Super Mario Bros. Wii oder DS sind die wieder aufgetaucht. Da gibt es auch große Varianten von denen. In die bewirken, wenn man nicht auf den drauf springt, sinken sie nämlich ab. Mann. Und da geht der Neural Pig schon wieder sterben. Und dann. So, komme ich aber nicht wieder ganz nach unten. Ja, das wäre ja sehr schlimm. Okay. Dann kommt jetzt Tanuki Master. Ja, Tanuki Master. Ich verstehe nicht. Ich habe immer irgendwie einen anderen Namen und ich weiß nicht wieso. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, welcher Name am besten passt. Ja, okay. Ich schreibe da auch was rein. Ah, was schreibst du denn da rein? Weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Nein. Schreib einfach Katzenmagen oder rein. Ja, sicher. Der kam aber erst in 3D World. Können wir auch mal jetzt playen. Ja. In dem Together. Weil ich hab ja, Super Mario 3D Land ja, Land? Boah, ich sag schon Land. Meine World. Ja, nur, ich hab da schon jedes Level geschafft, bis auf das letzte. Der WMW der Champions. Oh Gott, nein, nicht diese, ey. Das sind Flammen und ich hasse diese Viecher so sehr, ey. Also, das ist schlimm, ist doch schon vorbei. Ja, boah, ich bin froh darum, ey. So, das ist schon wieder ein Lakitu. Hallo, Lakitu. Und wieder 5 Leben für mich. Sehr schön. Boah, ich dominiere ja auch Welt 5. War jetzt auch wieder mal ein Ausgleich für die schlechte Leistung von mir in Welt 3. Und siehst du, ich mach dem Danilo LP sogar ein Tothaus frei. Oh, sehr schön. Da kann man mal sehen, was für eine freundliche Seele ich bin. Und was kriegen wir jetzt Schönes? Ein Pilz. Okay, das reicht. Oh, schon wieder sowas Cooles. Dun 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 dun. Ich mach jetzt mal den platt, ja. Ja. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Ich glaube, wir haben noch 10 Minuten, so. Ja. Dann schaffen wir, glaube ich, noch die 5. Welt. Oh, schon gibt's hier irgendwas. Irgendwas, bitte. Nee, hier gibt's nix. Ma. Ganz lange Sinn. Aber. Ah. Die Musikbox, die werde ich im nächsten Part mal dem mal präsentieren, was die machen kann. Da sind noch 3 Level. Ja, es sind noch 3. Es sind insgesamt noch 3 Level. Eine Burg noch. So, mache ich jetzt mal Level 7. Ja, ich wusste schon, dass du falsch bist. Dieser kleine Block. Was? Was das hier soll, das kann ich leider auch selbst nicht beantworten. Weil hier gibt es nämlich. Könnt ihr gleich sehen. Mist! Erstmal die Tatsache, dass ich meinen Tanuki-Anzug verloren habe. Durch ein Waschbärblatt. Ist fast dasselbe.
Ich kann mich jetzt aber nicht mehr in Statenmagen wandeln. Das ist nicht gut anzusehen. Was dieser Raum, ey, soll das. Kann ich selber nicht ganz nachvollziehen. Oh, was? Renn! Ja, ich wollte schon rennen. Ich renne doch schon. Und ich renne doch schon. Und die Tarantel geschaut. Wow, what the fuck, ey. Okay, boah, das. Boah, wieder 1A-Movement von mir. Du kannst doch nicht so was machen, mein Herz, Mann. Natürlich kann ich das machen. Du hast es doch gesehen. So. Oh Gott, jetzt musst du die Burg machen. Ach, was, geht schon. Ja, das sieht einladend aus. Ma! Ja, die Burg hat noch nicht mal angefangen, du bist schon tot, ey. Was soll denn das? Ma! Da war Feuer, verdammt. Da war Feuer? Nimm den Stern. Nee, ich nehm Frosch. Oh, Schenkel am Spieß. Schenkel am Spieß? Mag ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich auch noch nie probiert. Ich auch nicht. Jetzt werde ich auch nicht. Nicht? Und da kann man auch schon wieder mal eine kleine. Ja. Verdammt. Frau Schenkel am Spieß. Da konnte man nämlich schon wieder eine Sache anbringen. Was ist eigentlich euer Lieblingsessen? Das man essen kann. Ja. So, ich habe jetzt nichts mehr. Ihr leckt mich. Ich hätte noch Feuerpflanzen und Feuerblumen und so, aber. Feuerpflanzen und so. Boah. Was war das denn, ey? Ich bin abgerutscht. Was ist abgerutscht? Hat jemand Butter draufgelegt auf das Ding? Hat jemand Butter draufgelegt auf das Ding? Das war ja nur eine faule Ausrede. Siehste, keine Butter. Faule Ausrede von dir. Hier, schämst du dich nicht? Ja, will ich doch nicht machen, oder? Ja, sicher noch. Warum kommt überhaupt Feuer von der Decke? Was ist denn das? Da oben ist auch noch Lava, glaube ich. Okay, ich glaube, hier ist das noch nicht so sichtbar. Aber ich meine, im Remake, also zu Super Mario Bros. 3, Super Mario Advance 4, ist das, glaube ich, auch da oben Lava. Ja. Oh, warte mal, halt. Ich wusste, da kam doch noch was. Ich meine sogar, dass es, ich frage mich hier. War irgendwo anders. Irgendwo ist das hier nochmal, glaube ich, so. Und da ist das aber eine Falle. Da hier. Sehr böse, ey. So. So, jetzt besuchen wir nochmal unseren alten Freund Bum Bum. Tada! Hey, was geht, ey? Dich habe ich doch schon 3-4 Mal hier gesehen, Mann. Ah, ich bin tot. Ja, du bist tot. Das stimmt immer durch meine grausame Tat. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich schäme mich dafür nicht. Kannst du ein Mimimi-Spiel machen. Oh geil, oh geil. Ja, ein komplett neues. Ja. Zack und zack. Und. Zack und 20, super. 20 und one up. Boah. Boah. Also, gar nichts. Da versuchen wir unser Glück eben da. Als ob wir jemals in dem Spiel Glück hatten. Ja, ein Stern. Den kriege ich doch. Nicht. Mann. Fast. Naja. Ja, guck mal, die anderen sind alle richtig rumgeheilt. Ja. Auf der anderen Seite. Ach, Mann. So, Power up. Danke. Nicht da lang. Nein. Oh. Okay. Oh, der auch noch. Hallo. Was sieht man, wie er rennen kann. Und sieht man, wie er sterben kann. Voll der Batter, ey. Voll der Baseball-Profi wieder die Dinger. Das ist ein, wenn, dann wäre das ein Pitcher. Nicht der, ja, genau. Batter ist der schlägt, ne? Batter ist der schlägt. Pitcher ist der wirft. Ja, also keine Ahnung vom Baseball. Ich habe Ahnung vom Baseball, seit ich Mario Superstar Baseball gespielt habe. Okay. Aber sehr cooles Spiel, muss ich ja sagen. Ein ganzes Spiel ist aber nur auf Englisch. Es gibt davon auch noch einen Nachfolger, und zwar Mario Super Sluggers. Was mich bei dem Spiel allerdings stört, ist, dass es dieses Spiel in Europa niemals gibt. Dieses Spiel gibt es nicht zu kaufen in Europa, sondern gab es nur in den USA. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil es da halt ein amerikanischer Sport ist. Ja. Ist aber, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, Mario Superstar Baseball gab es auch hier in Deutschland. Na, aber egal. Ah ja, was willst du hier in Europa irgendwie
mit Baseball und so anfangen. Ich hab ein Baseball-Set bei mir zu Hause. Gibt es überhaupt deutsche Teams oder so? Oh mein Gott. Deutsche Teams? Ich glaube nicht. Oh, ja, wieder lustig her. Ja. Oh ja, das ist ein schnelles Scoring-Level und außerdem, da kommen jetzt gleich noch ein paar fiese Hinterhalte noch. An wen kann er durch so weitergehen? Na, leider wird das nicht so kommen. Nein. Oh Gott, du hast noch ein Leben, ey. Ja. Na. Ah. Muss ich da nochmal ein Tor machen, wenn ich Game Over gehe? Oh, was? Hi, na? Hi, na? Okay. Damit hätte ich jetzt sogar gar nicht mehr. Oh. Was ist das? Oh, warte mal, ich glaube, damit kann man... Ich will's haben. Ah! Wow, was war das? Okay. Habe ich gerade ein Leben verloren? Ich weiß nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass wir, wenn wir zwei Spieler machen, dass uns hier Mario Bros. Hier präsentiert wird. Aber wenn ich das gerade so richtig gesehen habe, kann man, glaube ich, die Sternkarten, glaube ich, des anderen abnehmen. Ach so, okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich habe eine Sternkarte von der genommen und da hat es schon wieder geschält. Okay, da sind wir wieder. Ja. Ja, und? Sehr viele Störungen heute, aber egal. Ja, jetzt geht's weiter mit Level 9. Von mir hätte ja nie was sehen oder hören. Genau. Es gibt kein Real Life. Ja, erzähl. Okay, mal jetzt so eine Frage an euch. Wusstet ihr denn, dass wenn man Super Mario Bros. 3 im Zweispielermodus spielt, den anderen dann anspricht, dass es dann zu einem Mario Bros. Kampf kommt, eure Meinung. Ja, wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Und dann noch die Frage, was kann man dann damit machen? Ist das nur so ein kleines Easter Egg oder kann man da wirklich noch was machen? Und ich bin schon wieder tot. Also deswegen, ab in die Kommentare damit! Ich glaube einfach, da kann man wirklich die Sternkarten von jemandem abnehmen. Nehme ich jetzt mal an. Ja, wir werden es ja irgendwann ja wissen. Ja. Jetzt müssen wir erstmal die Level schaffen. Du solltest nicht sterben. Ja. Das ist dein letztes Leben. Ich weiß nicht, was danach passiert. Dann sind wir bald Game Over. Wenn das so wäre, ey, du wirst dann so von mir gehatet. Ja, wird schon klappen. Wann bin ich denn jemals verreckt? Ja, du bist schon oft genug verreckt, ey. Ma. Oh Gott, du bist gestorben. Direkt von meiner Nase, Mann. Okay, so. Du hast null Leben. Ja, anscheinend. Was? Willst du? Geh weg. Never. Ah. Meins. Meins. Ich kann gar nicht aufnehmen. Ja, ah. Komm her. Komm her, du kleine Bitch. Ich setz die auf dich. Das bringt irgendwie voll. Hurra. Verdammt, der Wein, ne? Okay. Also, trotzdem, ich will mal irgendwie wissen. Ah, scheiße, nicht schon wieder. Meins. Dich meins. Meins. Ah. Ma! Weg! Wer war? Weg, hier! Ach so ist das! Jetzt verstehe ich das! Man muss hier 5G? Ah, verdammt! Was muss man? Man muss hier 5 Gegner besiegen, damit man gewinnt! Okay. Okay. Ach so, du hast noch ein Leben! Okay, du hast noch ein Leben! Verdammt! Ich glaube, das war ein bisschen doof. Ich habe voll viele Items. Die sind alle weg. Bah! Oh Gott, ey! Aber vielleicht, wenn du Game Over gehst, ich glaube, dann kann ich dich, glaube ich, ein paar Leben vollstopfen. Hoffentlich. Also ich meine, in Super Mario World ist das möglich. Wahrscheinlich machen wir darüber auch noch ein Together. Super Mario World, da geht das, ja. Ja, können wir auch machen. Sehr gut. Kann man ja auch downloaden, ne? Ja, genau. Aber da habe ich gar nicht am Anfang gesagt, dass das hier die Wii U-Version ist, ne? Ja. Boah, das war jetzt knapp. Ah. Und da ist er tot. Weiß nicht, was jetzt passiert. Oh, okay, Continue. Game Over. Okay, dann mach Continue. Ja.
Ich drücke. Hey, okay, Start. Nein, ich will nicht dein. Okay, du wirst an den Start zurückgeworfen. Ma. Okay, und ich glaube, dass alles, was du aktiviert hast, ist Reset Day. Ja. Oh, super. Das heißt, du kannst jetzt die ganze Welt hier machen, anscheinend. Okay, ich nehme mir erstmal. Ich bediene mich auch erstmal nur aus den Toasthäusern dort. Aus die Leben. Den baust du ja mehr als ich. Als ob ich den Krieg hier mit diesen verkackten Kaiserlingen an. Okay, ich kann es ja auch mal eben versuchen. Wie viele Minuten haben wir eigentlich noch? Ich weiß ja, ich habe den Überblick jetzt ein bisschen verloren, aber wir haben jetzt 32 Minuten. Ja, ich glaube, okay. Dann würde ich mal sagen. Dann geht's hier im nächsten Part weiter und dann hoffe ich mal, dass wir die fünfte Welt mal abschließen. Bis dahin, mein Name ist Metal Mario Master. Und ich bin Daniro LP. Und deswegen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.